So, ich hole euch dazu. Guckt euch mal an, was sie hier reingetan haben. Hier gibt es den Steinschill. Okay. Haben sie hier tatsächlich einen Steinschill mit reingenommen? Wusste ich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich habe mich, ihr seht ja, ich habe mich entschieden. Ob das aber alles jetzt, sag ich mal, richtig ist, was die Entscheidung, das kann ich nicht sagen. Wo ich hier angefangen hatte, haben, zeige ich euch gleich, haben halt die Barsche gebissen. Ne? Also hier hatte ich angefangen, ne? Also jede Menge Barsche und dann kam hier noch eine Presse dazu, ein kleiner Aaland und wie gesagt gerade der Steinschill. Dachte ich mir, Mensch, wenn das schon so ist, kann ich doch auch gleich mal die Spinnrute auspacken. Dass man die eventuell auch ein bisschen jetzt so ein bisschen skillt, ne? Da habe ich mir das dann halt gedacht, wenn die Barsche hier sind, wenn ich doch noch mal mir noch eine hole, eine gute Spinnrute, um wieder weiterzukommen, dachte ich, Mensch, dann kann ich auch hier auch gleich mal ein bisschen skillen, ne? So wie jetzt auch jetzt mit den Grundrouten. Ne, dass ich da halt schon mal was habe. Ne, der wollte nicht. Okay, der will. Der ist auch schon etwas größer. Wie gesagt, Grundrutensets habe ich halt dreimal geholt. Ne, dreimal habe ich geholt und habe nichts geändert. Habe da momentan den 18er Haken. Borkenkäferlarve habe ich ausprobiert. Tote Hose. Regenwurm, naja. So, lala. Nicht so das berauschend. Dann habe ich gesagt, okay. Jetzt wollte ich noch so eine Köderbox kaufen, aber da dachte ich, nee, lass doch mal, hol doch mal lieber, dachte schon, Mistwürmer. Und da habe ich jetzt mal eben noch mal dann 300 Mistwürmer gekauft und habe dann da die Mistwürmer ran gemacht. Und das, was ich noch in der Tasche hatte, da war eigentlich gar nicht mal so viel los. Und wie gesagt, dass da jetzt hier momentan so viel Barsche gebissen habe, dachte ich halt, hol doch gleich mal die Spinnrute mit raus. Um da eventuell schon ein bisschen Punkte drauf zu kriegen. Hier habe ich auch nichts geändert. Hier habe ich auch nichts geändert. Alles in Aaland, sehr schön. Alles so gelassen, wie es war. Ja, der Spinner, der jetzt da drauf ist, ist der gleiche wie mein, der drauf war. Ich habe nichts geändert. Weil ich habe mir die ganze Zeit überlegt, dann sage ich, Mensch, egal. Man hat ja jetzt dadurch ja auch mehrere Chancen. Na, da an der ersten ist was dran. Da ist doch was dran. Aber ich habe gar nicht den Bügel zugemacht. Ja, das sollte man nicht tun, ne?
Also da sollte man doch schon dran denken, den Bügel zuzumachen. Ein kleiner Aaland. Ja, und dann habe ich halt gedacht, naja gut, okay. Naja, dann hat ja dann mit drei Ruten halt die, ach, naja gut, okay, der Spinner ist ja nicht das Wahre. Klar, dass jetzt viele wieder abgehen. Das ist logisch. Na, wie da jetzt die Barsche wissen haben, wäre es doch eine gute Idee, die Spinnrute mit rauszunehmen. Es ist die Frage, ob man hier bleibt oder nicht doch noch woanders hingeht. Ne? Oh, hier geht's doch langsam los, wa? Geht's zum Abend zu? Was haben wir denn hier Schönes? Hey, hier beißen ja Aalande. Also wer Aalande sucht und will gar nicht so die Großen, scheint hier gut bedient zu werden. Ja, auf jeden Fall. Barsche ist klar, die sind hier. Ich habe schon zu viel Barsche gekriegt. Dann werde ich da natürlich in der Nacht, also sofern es dunkel wird, weil ich glaube nicht, dass es Spinnen für die Nacht da groß funktioniert, wenn es dunkel ist. Dann packe ich die dritte Grund aus und werde mal sehen, was dann so in der Nacht passiert. Aber was mich, wie gesagt, wundert, das ist das hier der Steinschill. Warte mal, wo war der denn? Wo hat der sich denn immer aufgehalten? Wo war das? Wo hat der sich immer aufgehalten? Irgendwo hatte ich in meiner aktiven Zeit den Steinschill gefangen. Aber wo war das? Kann ich gar nicht mehr so sagen, wo das war. Auf jeden Fall hier habe ich den noch nie gefangen. Hier habe ich den noch nie gefangen. Klar, was jetzt natürlich ist, ist ja klar, ich werde niemals schaffen, so viel Geld zusammenzubekommen. Das steht schon mal fest. Das schaffe ich nicht. Sei denn, es kommen hier viele, was soll ich euch sagen, viele mit Haken. Vielleicht die Zope. Zope vielleicht eventuell. Dass ich damit vielleicht eventuell noch Erfolg habe. Geldmäßig. Barsche hier natürlich nicht. Ne? Aber sie sind interessant wegen, sagt schon, Kaffee, ne? In den Kaffeeaufträgen ist das schon interessant. Da sage ich mal, ist es halt interessant für Kaffeeaufträge, weil der Barsch ja auch öfters drin ist, ne? Und wie gesagt, ich teste dann
wo doch ein paar bessere Fische halt beißen. Ne? Oh, der war ganz hier ganz gut. Aber der hat nur festgehalten. Oder die Bremse schon so gut gegangen ist. Also Angst habe ich jetzt nicht vor großen Fischen. Weil man hat ja jetzt eine Rolle und kann ihn schön drillen. Also ist es von daher nicht so schlimm. Ja, jetzt ist natürlich auch wiederum die Frage, ob man hier nicht auch so rumspielt. Also ich habe die Rüde jetzt geholt, ausgepackt, Köder rangehangen, noch zwei 18er Haken gekauft, ran und raus. Und jetzt, wie gesagt, überlege ich, ob ich da eventuell das Ganze feiner mache. Oh, der ist gut, der Barsch, wa? Oder? Ja, 500 Gramm, nicht schlecht, nicht schlecht. Also so skill ich jetzt dadurch Grund plus Spinnrute. Und wenn da irgendwann das Geld da ist, dann kann ich ja, oh, Kaulwasch, dann kann ich ja, wenn ich dann irgendwie Geld habe für gute Spinnruten, Zweie oder ja, wie auch immer ich das machen werde, dann habe ich ja, wenn ich hier gucke, ne, dann habe ich wenigstens da überall ein bisschen Prozente schon drin. Ne? Ist vielleicht einfacher vom Start her, als wenn man doch mit Null gleich da reingeht, ja. Dass man tatsächlich die besten Fänge du hattest mir auch damals angefühlt, erst kommen, wenn die Skillung so 30, 20, 30% hatte. So kam mir das damals immer vor, dass dann langsam mehr vermehrt die Großen kamen, die Trophys kamen, auch ungeskillt, ne? Also da hatte ich auch noch nicht irgendwo Punkte reingegeben. Ach, Praxe. Ich nehme sie mit, weil jetzt viel Geld ausgegeben habe. Diese drei Sets, die ich geholt habe, die Mistwürmer, die ich geholt habe. Ja, ist von dem Geld nicht mehr arg so viel übrig geblieben. Und das, mal sehen, wie lange ich brauche, um das Geld eventuell wieder rein zu angeln. Wie lange das dauern wird. Ja, Alarm mit Haken. Ja. Gerne. Dann nehme ich den auch gerne mit. Warum nicht?
Warum nicht? Und wie gesagt, ob das jetzt die super Idee war, oder die Entsch nicht die Idee, aber vielmehr die Entscheidung, es jetzt doch so zu machen, kann ja auch jetzt tatsächlich hier total falsch gewesen sein, dass ich das Geld gar nicht mal so schnell wieder einangel, wie ich eigentlich wollte. Nur was hat denn hier so gebissen? Was ist das für ein Fisch, der so schnell abgehauen ist? Ah, ich werde mal sehen, ob ich hier vielleicht eventuell dann auch noch mal versuche, feiner ranzugehen. Oh, knapp 800 Gramm Barsch, ist auch nicht so schlecht. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, ihr seht ihr, ne? Also Barsche, 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 Barsche. Kaulbarsch. Ist ja fast wie der Barsch. Und das will ich erst mal sehen, ob das eine gute Entscheidung war. Ich glaube, die Spinnrute könnte ich, glaube ich, langsam wieder wegpacken. In der Nacht wird wohl nichts kommen. Das glaube ich nicht. Also eventuell nachts noch was beißt. So, gucken wir mal, was sich hier verirrt hat. Ah, das könnte ein Kaulbarsch sein. Jo. Ja, also das Gute ist jetzt, ne? Wir haben jetzt mehr verschiedene Fische, was ja für den Kaffee ja wiederum sehr gut ist. Das war halt mehr im Kaffee auch abgeben können. Da war jetzt ja verschiedene Fische fangen, ne? Also die Möglichkeit ist halt gegeben und irgendwo habe ich darauf auch irgendwie habe ich darauf auch spekuliert und habe mich deswegen entschieden, mir drei, doch drei und Angelset zu holen. Aber bis jetzt ist immer noch kein Fisch. Ich weiß jetzt gar nicht. Steinschill, weiß ich nicht, was der bringt an Silber. Also bis jetzt ist ja noch kein Fisch, wo ich sagen kann, okay, der bringt Silber, ne? Also Aalande sind da, zwar nur die kleinen bisher, nicht die großen. Nur dann stellt mir ja auch noch die Frage, wenn jetzt sage ich mal 300, was habe ich jetzt für die 300 Mistwürmer bezahlt?
Ich glaube, das waren so 100 Silber. Ich glaube, das waren so 100 Silber, was ich da bezahlt hatte. Oh, plus Muschel. Ja, die haben wir ja im Café schon mal gesehen. Die gibt es im Café. Ja, die kann man da abgeben. Also jetzt bräuchte ich einen Platz, wo sie durchschnittlich gut beißen. Hier momentan beißen sie ja hier, ne? Mal der Barsch, mal Aaland und so weiter. Aber nichts, was jetzt sagen kann, oh, das bringt jetzt richtig viel Silber. Also so ist es halt nicht. Ja. Na, wieder so eine olle Praxe. Die will ich ja natürlich nicht haben. Ach ja, ich wieder vergessen zuzumachen. Aber gut, dass ich es gesehen habe, dass da was dran ist. Bin noch nicht mehr beim Steppen, Junge. Pass doch mal ein bisschen auf. Okay, wie gesagt, ich sehe es ja, wie es jetzt wird. Ob es aufgrund genauso ist, dass Mitternacht Flaute ist. Okay, dann soll es jetzt reichen. Endlich seht ihr auch mal was anderes. Ich will mich nochmal entschuldigen, aber ich will ja auch, dass ihr alles dann soweit mitbekommt. Es würden. Ne, es hätte normalerweise noch ein paar Videos gegeben, aber ich dachte, nee, komm. Mute den Leuten nicht zu viel zu. Gut, ich schaue, wie es jetzt noch bis zum Morgen wird. Wenn hier weiterhin so, sag ich mal, gehen wir nochmal Kescher, so der Mischmasch ist. Ja, die hier bringen ja nun mal gar nichts. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass die hier überhaupt nichts an Silber brachten, ne? Wird ja vermehrt Barsche, ne? Ja, wie gesagt, das muss ich mal sehen, wie ich das eventuell mache. Na, vorhin hat es ja noch ganz gut gezüppelt, wo ich euch noch zuholte, aber seht ihr ja, ne? Jetzt sind wir langsam hier Mitternacht zu. Okay, dann soll es das erstmal wieder was sein. Nicht zu lang machen, den ganzen Kram. Ja, und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Entweder hier, sollte sich hier noch Veränderungen kommen. Ansonsten, an einem Platz. Oder anderes Gewässer noch. Ja, das kann auch passieren, dass vielleicht noch anderes Gewässer kommt. Gut. Dann schmeiße ich euch erstmal wieder raus. Ihr seid jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Und werdet dann mitbekommen, ob das eine gute Entscheidung war, was ich hier gemacht habe. Oder ob ich nicht lieber hätte, um die 650 Silber hatte ich. Ob ich nicht doch lieber weiter geangelt hätte sollen mit der Stippe, bis ich meine 900 Silber hatte oder 1000 Silber, wie ich ja gesagt habe, hätte mir da lieber doch eine anständige Spinnenrute holen sollen. Ob man dann vielleicht eventuell schneller weiter an Geld gekommen wäre, das weiß man nicht. Okay, habt ihr den Kaulwasch noch miterlebt? Dann sage ich erst einmal, oder vielmehr hören uns dann wieder, entweder hier an der Platz. Mal schauen. Okay, bis dann.